Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas größerer Aufbau. Wir schauen uns nämlich zwei Docking-Stations von Bezos an und schauen mal, was die so an Anschlüssen bieten und ob die auch was taugen. Und das testen wir natürlich, deswegen auch die ganzen Monitore hier, weil da ist eine Docking-Station dabei, die zwei HDMI-Anschlüsse bietet. Und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Starten wir erstmal mit der kleinen Docking-Station. Die haben alle einen USB-C-Anschluss und auch alle diesen Button hier vorne, womit ihr euren PC sperren könnt. Auf dieser Seite hier haben wir USB-C, das ist allerdings nur als Stromanschluss gedacht, falls ihr irgendwelche Geräte dran betreiben wollt, die halt noch zusätzlich Strom benötigen. Ein HDMI-Erweiterungsslot, wenn ihr noch einen zusätzlichen Monitor anschließen wollt. Und dann haben wir hier noch einen USB-Anschluss, der mit 10 Gigabit pro Sekunde arbeitet. Auf der Stirnseite haben wir noch einen Netzwerkanschluss. Und hier haben wir noch einen weiteren Typ-A-Anschluss, 10 Gigabit und einen USB-C-Anschluss rein zur Datenübertragung. Das hier ist die größere Variante, die hat auch diesen Sperrbutton. Allerdings ist hier schon ein Kartenleser dabei für TF-Karten und SD-Karten. Und ebenfalls ein Typ A 10 Gigabit die Sekunde und ein USB-C-Anschluss. Auch hier wie bei der kleinen Variante ein LAN-Anschluss. Und auf dieser Seite wieder der USB-C-Anschluss für Stromversorgung. Zweimal HDMI, das testen wir auch gleich noch, wie das funktioniert mit Plug and Play. Und dann haben wir hier noch zweimal USB 2.0. Wir starten auch direkt mit der großen, weil die kann halt alles, was die kleine auch kann, hat nur noch ein paar extra Funktionen. Die schließen wir hier auch direkt mit USB-C an. Und das Schöne ist, ihr braucht jetzt keine Dienstprogramme oder Treiber oder ähnliches. Das funktioniert direkt out of the box. Ich kann jetzt hier zum Beispiel schon diesen Knopf drücken und dann wird sofort der PC gesperrt. Das ist für den gewerblichen Bereich mit Sicherheit interessant. Privat, naja, es kommt darauf an, was ihr mit eurem Notebook so macht, ne? Der Kartenleser hier arbeitet übrigens mit 100 MB die Sekunde circa. Was für mich aber der entscheidende Part war, warum ich dieses Video überhaupt mache, ist diese Erweiterbarkeit der Monitore. Das fand ich schon ganz geil, das zeige ich euch jetzt mal. Ich schließe hier jetzt nämlich einfach mal die beiden HDMI-Kabel an, die ich hier rumliegen habe, von den beiden Monitoren. Und wie man hier auch direkt sieht, wurden die auch sofort erkannt. Also ich habe hier einmal einen WQHD-Monitor, dann habe ich hier natürlich den Full-HD. Hier unter dem Notebook ist auch noch einer, der ist halt auf der Tastatur, da ist so ein kleines Display drüber. Und dann haben wir hier noch einen 4K-Monitor. Das ist also quasi so, als würdet ihr das ganz normal an eine Grafikkarte anschließen, wenn ihr jetzt einen stationären PC habt. Und man sieht hier auch, hier ist der WQHD-Monitor, hier haben wir den vom Notebook und hier ganz rechts halt den 4K-Monitor. Übrigens unterstützt das Teil einmal 120 Hz 4K oder zweimal 60 Hz 4K. Oder wie ich es eben gemacht habe, WQHD, Full-HD und 4K. Was natürlich auch ohne Probleme funktioniert, ist der USB-Anschluss hier. Also wir haben auf der Seite einen, wenn ich den jetzt hier verwende, sieht man auch direkt, dass das Notebook den erkennt. Hier haben wir es auch schon. Ja, Norton greift wieder ein. Ich sag euch, wenn ihr einen Antivirenschutz installiert habt, ne, schmeißt ihn runter. Es reicht der Windows Defender, ich sag's immer wieder. Das Notebook hier habe ich mir jetzt ausgeliehen von einem Bekannten. Grüße gehen raus an Milan. Und der hat das halt vorinstalliert. Aber der USB-Anschluss wird ganz normal erkannt als Laufwerk. Das gleiche gilt natürlich auch für USB-C. Wenn ich den jetzt hier anschließe, wird das Laufwerk ganz normal erkannt und Norton kackt wieder rum. Was ich tatsächlich jetzt nicht testen kann, ist den Kartenleser. Also erstmal TF-Karten habe ich nicht. Die einzige SD-Karte, die ich habe, ist gerade in dieser Kamera drin. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Wir schauen jetzt nochmal wegen dem Netzwerk. Im Moment ist das Notebook mit WLAN verbunden. Ich werde es jetzt aber einfach mal über LAN versuchen. Mal gucken, ob er dann umspringt. Und ja, ist er auch direkt. Der ist direkt hier unten umgesprungen auf LAN. Ich habe die WLAN-Verbindung jetzt auch mal getrennt. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie viel Datendurchsatz wir auf dem USB-C hier haben. Dafür machen wir jetzt einfach mal einen Speed-Test. Und da sehen wir auch schon, der Upload passt auf jeden Fall. Der Download, ich habe eine 250.000er Leitung, 200.000 kommen jetzt an. Ja, willkommen in Deutschland. Aber das passt soweit damit auch schon. Was mir gerade noch aufgefallen ist, das Ding wird schon warm. Also nicht heiß, sondern warm. Es ist aber ein komplettes Metallgehäuse, von daher kühlt er schon einigermaßen. Ich nehme jetzt hier nochmal die kleine Variante. Ich wollte nämlich mal was ausprobieren. Was passiert, wenn wir jetzt einfach vom Notebook den HDMI-Anschluss benutzen und dann den hier noch zusätzlich, ob das dann auch auf drei Monitore rauskommt? Weil wenn ihr wirklich Interesse an sowas habt, dann reicht es vielleicht auch, wenn ihr euch die kleine kauft und nicht die große. Also hier haben wir jetzt den Monitor direkt am Notebook. Hier habe ich das kleine Gerät genommen und es werden wieder ganz normal alle Monitore erkannt. Ihr seht es auch, das funktioniert ganz wunderbar. Das könnt ihr einfach hier hin und her ziehen. Und das funktioniert hier auch auf der anderen Seite. Ihr könnt euch das hier anpassen. Je nachdem, wie hoch der Monitor steht, könnt ihr das in Windows einfach einstellen. Bevor wir zu einem Fazit kommen, noch eine Sache. Die große Docking Station sperrt ja euren PC. Bei der kleinen ist es halt so, die sperrt sozusagen den Monitor. Ihr könnt ihn darüber ein- und ausschalten, ohne dass das Bild die ganze Zeit verwackelt. Das ist auch ganz nice, aber wer wirklich ein Lockscreen haben will, nimmt die große Variante. Aber ansonsten bin ich mit den Dingern recht zufrieden. Haben Metallgehäuse, USB-C-Anschluss, das mit den Monitoren funktioniert wunderbar. Natürlich der USB-Anschluss sowieso. Und ist vielleicht sogar ganz interessant für euch, wenn ihr jetzt keinen stationären PC haben wollt, sondern mit einem Notebook arbeitet, aber trotzdem mehr als nur zwei Monitore nutzen wollt.
Bei den meisten Notebooks ist es halt so, ihr habt einen externen Anschluss, so jetzt bei dem hier, das ist ja ein HP-OM-Notebook. Da habt ihr einen Anschluss für einen Monitor und eben diesen einen hier vorne. Und bei dem jetzt die Besonderheit, dass hier auch noch so ein kleines Display ist, ja okay. Aber wenn ihr irgendwie mit 2, 3 oder 4 Monitoren arbeiten wollt, dann nehmt auf jeden Fall mal so ein Teil mit. Was wir bei uns auch recht häufig auf dem Discord- und Ticketsystem haben, sind Leute, die einen PC fürs Trading brauchen. Die brauchen keine dicke Grafikkarte, die können dann auch einfach so einen Adapter teilnehmen. Ich verlinke euch die beiden Docking Stations natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Das wäre es auch wieder mit diesem Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.